die Kfz-Steuer. Bei Verbrennern, Hybriden und Plug-in-Hybriden wird sie aus einer Mischung zwischen Hubraum und CO2-Ausstoß nach WLTP bemessen. Warum auch immer nach Hubraum? Denn mehr Hubraum heißt ja nicht automatisch, dass ein Auto mehr Abgase verursacht als ein Auto mit einem Mini-Hubraum. Ein Mazda CX-60 mit dem 3,3 Liter Turbodiesel Reihen 6 Zylinder mit 254 PS verbraucht laut WLTP 5,2 Liter auf 100 Kilometer. Ein Kia Sportage mit einem 1,6 Liter Vierzylinder Turbodiesel mit 136 PS kommt auf 5,8 Liter auf 100 Kilometer. Der Mazda CX-60 verbraucht also weniger und stößt weniger CO2 aus. Für den musst du aber jedes Jahr 407 Euro Kfz-Steuer berappen. Für den Kia Sportage, der mehr verbraucht, 278 Euro. Weil der Mazda CX-60 zwar weniger umweltschädlich ist, aber einen größeren Hubraum hat. Das erscheint auf den ersten Blick unlogisch. Das ist es auch, aber das Gesetz sagt Hubraum und CO2 laut WLTP. Punkt. E-Autofahrer und Fahrerinnen haben es da einfach, denn E-Autos sind bis 2030 von der Kfz-Steuer befreit. Und nach 2030? Was kommt denn dann auf einen zu, wenn man ein E-Auto fährt? Denn ab 2031 muss man auch für Elektroautos Kfz-Steuer zahlen. Aber E-Autos haben weder einen Hubraum, noch stoßen sie im Fahrbetrieb CO2 aus. Also wie wird denn bei E-Autos die Kfz-Steuer ermittelt? Das erkläre ich euch in diesem Video. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil. Logisch. E-Autos haben weder einen Hubraum. Doch, Hubraum haben sie hinten. Das machen die da vorne. Treiben die sich? Ich hab's da. War gut. Vorab dachte ich mir, erkläre ich euch noch mal ganz kurz, wie derzeit die Kfz-Steuer ermittelt wird für Verbrenner und teilelektrifizierte Antriebe. Ausgangspunkt für die Kfz-Jahressteuer von Verbrennern ist der kombinierte CO2-Ausstoß nach WLTP in Gramm pro Kilometer. Die Steuer setzt sich zusammen aus dem hubraumabhängigen Teil. Der wird berechnet je angefangene 100 Kubikzentimeter. Beim Benziner sind es 2 Euro, beim Diesel 9,50 Euro. Und dazu kommt der CO2-abhängige Betrag je Gramm pro Kilometer. Das Ganze wird unterteilt in 6 Stufen. Frei ist der CO2-Ausstoß bis 95 Gramm pro Kilometer und ab da geht's in 20 Gramm pro Kilometer Schritten weiter. In der ersten Stufe kostet jedes Gramm 2 Euro. In Stufe 2 für die nächsten 20 Gramm 2,20 Euro. Stufe 2 war 20 Cent teurer, Stufe 3 ist 30 Cent teurer. Stufe 4 ist mit 2,90 Euro 40 Cent teurer, Stufe 5 mit 3,40 Euro 50 Cent teurer und dreimal könnt ihr raten, wie viel teurer dann wohl Stufe 6 wird. Richtig, und die 4 Euro fallen jeweils an für den CO2-Ausstoß, der über 195 Gramm pro Kilometer liegt. Und am Schluss wird der Betrag gnädigerweise noch auf volle Euro nach unten abgerundet. Mit dem 3,3 Liter Turbodiesel und einem CO2-Ausstoß von 139 Gramm pro Kilometer heißt das, dass zunächst 33 mal 9,50 Euro fällig werden, denn der Hubraumanteil zählt je angefangene 100 Kubikzentimeter Hubraum. Bei 3,3 Litern sind es 33 angefangene 100 Kubik Hubraum. Sind schon mal 313,50 Euro. Dazu kommt der CO2-abhängige Betrag. Da der CO2-Ausstoß des Mazda bei 139 Gramm pro Kilometer liegt, zahlen wir Stufe 1 voll, das heißt 20 Gramm mal 2 Euro. Ebenso Stufe 2, denn die geht bis 135 Gramm pro Kilometer. Und von Stufe 3 werden dann noch 4 mal 2,50 Euro fällig, dann sind wir bei 139 Gramm pro Kilometer angekommen. Gerundet sind es die 407 Euro. Für unseren Kia Sportage mit dem 1,6 Liter Turbodiesel, also 16 angefangene 100 Kubikzentimeter Hubraum und 152 Gramm pro Kilometer CO2-Ausstoß heißt es 278 Euro, das heißt weniger als der Mazda, obwohl der Kia Sportage mehr CO2 ausstößt. Ah ja, und E-Autos sind also bis 2030 von der Kfz-Steuer befreit? Grundsätzlich ja, das steht in § 3 Absatz 1 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. Da steht drin, von der Steuer befreit ist das Halten von Elektrofahrzeugen. Und dann geht's aber weiter, die Steuerbefreiung wird bei erstmaliger Zulassung bis zum 31. Dezember 2025 gewährt und zwar bis zum 31. Dezember 2030. Das heißt aber auch, dass alle nach dem 31. Dezember 2025 zugelassenen Elektroautos nicht steuerbefreit sind. Schnell sein lohnt sich hier also, wer bis 2025 sein E-Auto zulässt, hat bis 2030 die Steuerfreiheit. Deswegen steht im Vorschaubild auch Kfz-Steuer für E-Autos ab 2026 mit dem Sternchen. Das steht nämlich beziehungsweise ab 2031, nämlich für alle die, die ihr E-Auto bis Ende 2025 zulassen.
Nach 2030 wird es dann aber für uns alle interessant. Ich weiß, es ist noch ein Stück hin, aber damit ihr jetzt schon wisst, wie es funktioniert, schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Im Gesetz steht, die Jahressteuer beträgt für elektrische Kraftfahrzeuge mit einem verkehrsrechtlich zulässigen Gesamtgewicht bis 3500 Kilogramm für je 200 Kilogramm Gesamtgewicht oder einen Teil davon von dem Gesamtgewicht bis zu 2000 Kilo 11,25 Euro, über 2000 bis 3000 Kilo 12,02 Euro und über 3000 Kilo bis 3500 Kilo 12,78 Euro. Die Kfz-Steuer für E-Autos wird also nicht nach Hubraum und nicht nach CO2-Ausstoß bemessen, sondern, und jetzt kommt's, nach der verkehrsrechtlich zulässigen Gesamtmasse in Kilogramm gemäß der Fahrzeugbescheinigung. Genauer aus dem Bereich F2 der Zulassungsbescheinigung Teil 1. Das wären für unseren Testwagen den Kia Niro EV. F2, 2200 Kilogramm. Okay, jetzt kennen wir das zulässige Gesamtgewicht. Und wie geht's dann weiter? Wichtig ist, dass die Kfz-Jahressteuer für E-Autos je angefangene 200 Kilo des zulässigen Gesamtgewichts berechnet wird. Es gibt dann drei Stufen. Bis 2 Tonnen, wir haben es gerade gesehen, 11,25 Euro. Über 2 Tonnen bis 3 Tonnen 12,02 Euro. Und über 3 Tonnen bis 3,5 Tonnen 12,78 Euro. Das Gute ist, es gibt nochmal eine 50% Ermäßigung und am Schluss noch eine Rundung auf volle Euro nach unten. Das klingt alles recht kompliziert, aber das ist es ja auch. Ich kann es euch aber anhand von ein paar Beispielen praxisnah, ungeschönt und einfach erklären. Vorher möchte ich euch aber noch kurz meinen Kooperationspartner Geld für E-Auto vorstellen. Denn bis 2031 ist es noch ein Stück hin. Und wenn du jetzt schon ein E-Auto fährst, dann hast du die Möglichkeit, momentan bis 2030, dir jedes Jahr deine THG-Prämie zu holen. Die dann auszugeben, keine Ahnung für was, Spaghetti-Eis, Urlaub, die Inspektion oder einen Teil davon zurückzulegen, um dann die Kfz-Steuer für dein E-Auto ab 2031 zu zahlen. Das ist doch eine gute Idee, oder? Geld für E-Auto ist eine der größten THG-Plattformen und die haben schon über 30 Millionen Euro ausgezahlt. Du hast die Wahl zwischen dem Risiko und dem Garantiepreis. Beim Risikopreis sind bis zu 380 Euro möglich. Der Garantiepreis liegt momentan bei 250 Euro. Die Prämie wird dir dann jährlich ohne zusätzlichen Aufwand ausgezahlt. Es gibt auch die Möglichkeit, Freunde oder Freundinnen zu werben. Hier kannst du nochmal 50 Euro kassieren. Und seit 01.01.2023 können auch Österreicher und Österreicherinnen von der THG-Prämie profitieren. Auch für euch in Österreich erleichtert Geld für E-Auto die Beantragung der Prämie. Es gibt auch hier die zwei Preismodelle, Risiko- oder Garantiepreis. Und hier könnt ihr mindestens 400 Euro erhalten. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich geht das in nur wenigen einfachen Schritten. Schritt 1, du musst ein E-Auto besitzen, das heißt, du musst im Fahrzeugschein als Halter oder Halterin eingetragen sein. Als nächstes fotografierst du den Fahrzeugschein und lädst den bei Geld für E-Auto hoch, damit die wissen, dass der Fahrzeugschein auf dich lautet. Und das war's auch schon, was du machen musst. Den Rest macht Geld für E-Auto und überweist dir dann deine Prämie. Und das jährlich. Und wenn du, egal ob in Deutschland oder in Österreich, deine THG-Prämie für dein E-Auto oder für deine E-Autos noch nicht beantragt hast, dann würde ich mich freuen, wenn du dich über den Link unten in der Beschreibungsbox bei Geld für E-Auto registrierst, denn dann bekomme ich eine kleine Provision und du bekommst deine THG-Prämie. Es ist im Prinzip eine Win-Win-Situation für uns beide, denn dir entstehen dadurch natürlich keine zusätzlichen Kosten. Dir tut's nicht weh und uns beiden tut's gut. Jetzt bekomme ich direkt Appetit auf ein Spaghetti-Eis. Und du? So, jetzt aber mal zu ein paar Beispielen für die Kfz-Steuer für E-Autos. Nehmen wir doch mal unseren Kia Niro EV hier. Was kostet der denn ab 2031 Kfz-Steuer? Das zulässige Gesamtgewicht unseres Kia Niro EV beträgt, wir haben es vorhin gesehen, 2200 Kilogramm. Bis zu 2000 Kilo werden je angefangene 200 Kilogramm 11,25 Euro fällig. Das heißt im Fall des Niro EV 10 mal 11,25 Euro. Da das zulässige Gesamtgewicht aber 2,2 Tonnen ist, kommen von Stufe 2 nochmal 200 Kilo dazu. Das heißt 1 mal 12,12 Euro. Das wären als Zwischensumme 124,52 Euro. Auf den Betrag gibt es aber nochmal 50% Ermäßigung. Dann wären wir bei 62,26 Euro. Und am Schluss wird das Ganze noch auf volle Euro nach unten abgerundet auf 62 Euro Jahressteuer für den Kia Niro EV. 62 Euro jedes Jahr. Aha. Und wie wäre es denn mit einem Kia EV6 GT? Was würde denn der ab 2031 jedes Jahr kosten?
Das zulässige Gesamtgewicht des Kia EV6 GT beträgt 2610 Kilogramm. Die ersten 2 Tonnen kosten auch hier 10 mal 11,25 Euro. Da das maximale Gesamtgewicht 2610 ist, kommen in Stufe 2 noch 4 mal 12,02 Euro dazu, nämlich für die über 2 Tonnen hinausgehenden Kilo 2200, 2400, 2600 und da die 10 Kilo ja auch angefangene 200 Kilogramm sind, zahlt man quasi noch den Betrag bis 2800 Kilo dazu, also 4 mal 12,12 Euro. Macht 160,58 Euro, 50% gibt's ermäßigt, sind 80,29 Euro, auf volle Euro nach unten gerundet, 80 Euro glatt. 80 Euro, geht ja mal noch. Wie sieht's denn mit dem Kia EV9 aus, der gegen Ende des Jahres auf den Markt kommt? Der Kia EV9 GT-Line wird ein maximales Gesamtgewicht von 3240 Kilogramm haben. Für die ersten 2 Tonnen dieses Gesamtgewichts werden 10 mal 11,25 Euro fällig. Stufe 2 zahlt man auch komplett, 5 mal 12,12 Euro und von Stufe 3 kommen noch 2 mal 12,78 Euro dazu. Das macht 198,16 Euro. Auch hier gibt es 50% Ermäßigung, macht 99,08 Euro und auch hier wird auf volle Euro nach unten gerundet auf 99 Euro. Und genau nach dem Schema kannst du dir jetzt deine Kfz-Jahressteuer für dein E-Auto berechnen. Aha, ihr seht's, die gute Nachricht ist, selbst wenn die Kfz-Steuer für E-Autos ab 2031 kommt, die ist im Vergleich zu Verbrennern erträglich. Über die Methode könnte man sich wie bei den Verbrennern und dem Hubraum hier genauso streiten, denn warum soll ich die Kfz-Steuer nach dem zulässigen Gesamtgewicht zahlen, an dem ich vielleicht nur ein paar Mal im Jahr kratze und den Rest des Jahres weit unter dem zulässigen Gesamtgewicht bleibe? Aber so ist es halt. Boah, auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid. Vergiss nicht, dir deine THG-Quote über meinen Link unten in der Beschreibungsbox zu sichern und Daumen hoch, denn dir tut's nicht weh und mir tut's gut. Außerdem Kanal abonnieren. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil. Logisch.